Es ist soweit, der 27. Dezember 2022, unser großes Event in Mannheim in der SAP Arena. Die MLP Academics Heidelberg empfangen den FC Bayern Basketball. Warum Mannheim? Warum die SAP Arena? Ihr habt doch den SMP-Dom in Heidelberg. Diese Frage wurde uns immer wieder gestellt. Teilweise wurden wir auch ein bisschen belächelt, warum wir diesen doch sehr großen Schritt gegangen sind. Unser Ziel war und ist es immer, Basketball so vielen Menschen wie möglich näher zu bringen. Und genau diese Möglichkeit gibt es in Mannheim, in der SAP Arena. Dadurch, dass wir dort mehr als dreimal so viele Menschen reinlassen dürfen wie in den SMP Dome, haben wir dort ganz andere Möglichkeiten und sind aus diesem Grund diesen Weg gegangen und haben unser X-Mess-Special gegen den FC Bayern nach Mannheim verlegt. Es ist nachts 3 Uhr, es ist dunkel draußen und du siehst so die Lichter eines LKWs auf dich zufahren. Wie der auf den Hof rollt, besonderer Moment, einzigartiger Moment. Aber dieser Moment, früh morgens, ich glaube es war so gegen 6, 6:30, ich kriege auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich sag mal, mit dem eigenen Schlüssel das Tor aufzumachen und die Arena vor mir zu sehen und zu wissen, okay, heute Abend spielen dort wir, heute Abend spielen dort die MLP Academics. Das wird unser Event. Ein unbeschreibliches Gefühl. Wir sind morgens in die Arena gekommen und hatten die Möglichkeit, viel Material mit einem Gabelstapler zu bewegen. Wir waren aber auf der anderen Seite auch abhängig davon. Und wenn du dann um 7.30 Uhr ungefähr warst, realisierst, dass dieser Gabelstapler in der Halle steht, einen Korb auf der Gabel hat und nicht mehr vorwärts oder rückwärts fährt, dann kommen viele Emotionen auf einmal zustande. Und aber dann einfach zu sehen, wie viele Leute das Ganze dann doch wieder retten und die Situation retten und jeder so ein bisschen seinen Input leistet, damit es dann doch funktioniert, war so das kleine Highlight am Rande. Mit allen kleinen Eckpfeilern, die du bewegen musst, wir sind morgens angekommen und es war ja wirklich das gesamte Office-Team in dem Fall dann auch eingebunden in den Spieltag und es war einfach schön zu sehen, wie über Hanna, Nicole, Till, Paul einfach alle mit angepackt haben und wirklich jeder Teil dieses Projekts SAP Arena war. Es gab viel zu bewegen. Also ich meine, das fängt mit so Sachen wie dem Spielboden an, unser kompletter Merch, alles, was wir für den Spieltag brauchen. Alles wollte in die SAP Arena umgezogen werden und ist dann auch umgezogen. Also war toll zu sehen, einfach wie diese Gruppe an Menschen Hand in Hand funktioniert. So viele Helfer, die ihre Zeit geopfert haben, nachts aufgestanden sind, die teilweise über 24 Stunden an diesem Tag unterwegs waren, nur um dieses Event durchführen zu können. Da stehen zwei Basketballkörbe drin, also spätestens da war dann wirklich auch ein bisschen Adrenalin im Spiel. Die Körbe in die Halle bringen und dann wirklich millimetergenau arbeiten. Da hat auch Paul wieder eine super Unterstützung geleistet und es war dann ein bisschen Friemelei, wirklich alles perfekt hinzubekommen, weil es geht wirklich um Millimeter. Du hast 3,5 Meter, die der Ring hoch sein muss, das Ding muss 100% im Wasser stehen. Da gibt es einfach kein Verzeihen oder kein Abweichen. Einfach nochmal ein besonderer Moment mit besonderer Anspannung und dann eine große Erleichterung, als es dann endlich alles so stand, wie es sollte. Größte Überraschungskiste, nämlich Körbe. Wir haben die aus Leipzig bekommen. Wir wussten nicht, was kommt, außer dass wir 2 Tonnen pro Korb bewegen dürfen müssen. Und es ist so eine große Sache im Basketball, aber auch das, wo es wirklich auf Millimeter ankommt, weil dieser Korb muss genau 3,5 Meter Höhe haben. Alles muss perfekt ausgerichtet sein, also auch so einfach nochmal ein Punkt, wo ein besonderer Fokus für mich war und auch so besondere Aufregung, die Körbe dann genau dahin zu stellen, weil es das Zentrum des Basketballspiels einfach ist am Ende des Tages.
hingen schon am Ring vorher. Also das war klar, dass ich das teste. Und auch den ersten Wurf habe ich mir nicht nehmen lassen. Also das war dann schon, musste man dann machen. Den ersten Ball in der SAP Arena versenken. Ja, war schon sehr, sehr cool. Mich als Heidelberger war es natürlich auch im ersten Moment ein bisschen komisch, nach Mannheim auszuweichen, sage ich mal. Aber bei dem Hintergrund dieses Spiels, dieser Größe des Spiels, die Menge der Zuschauer, die erwartet wurden und wir dann schlussendlich auch vor Ort waren, sind wir da schon sehr ehrfürchtig, sage ich mal, auch ein bisschen, oder ich persönlich auch, an dieses Spiel herangegangen, da doch auch der Verein und auch wir selber natürlich einen langen Weg hinter uns haben. Und dann so einen Moment zu erleben in so einer großen Halle, vor so vielen Zuschauern mit so einer Stimmung zu spielen, ja, das hat einen schon sehr demütig gemacht. Klar, ich war auch schon ein paar Mal vorher in der SAP Arena bei diversen Sportveranstaltungen oder auch mal Konzerten oder sowas. Und es ist natürlich allgemein eine recht große Arena und hat halt immer diesen Eventcharakter. Und bisher hat man, sage ich mal, die Spieler oder die Sänger oder die Stars, wie man es auch immer nennen will, immer unten auf der Bühne gesehen, von weit weg. Und als man dann selber da morgens das erste Mal durch die Katakomben gelaufen ist, in die Halle rein, sag ich mal, wenn die Tür aufgeht und man dann auch die Größe der Halle sieht und die Größe der Halle auf einen wirkt, ist schon was sehr Besonderes. Also man muss sich dann schon manchmal noch kneifen, ob das dann wirklich alles real ist. Howard, go three, one, two, three, Howard! Wir haben ja diesmal das erste Mal die Mannschaft mit einem Bus zu einem Heimspiel fahren lassen. Also es war so ein bisschen Heim- und Auswärtsspiel gleichermaßen. War auch eine ganz neue Erfahrung. Ich denke auch für die Spieler einfach eine tolle Erfahrung, an so einer Arena anzukommen, wirklich zu realisieren, hier werde ich heute Abend spielen vor über 10.000 Menschen. Und es war eine gute Stimmung den ganzen Tag über. Also man hat richtig gemerkt, es war Energie drin und die Leute waren enthusiastisch, hatten wirklich Vorfreude darauf. Und so ging es mir auch die ganze Zeit. Es ist schwer zu beschreiben, aber es hat von Anfang an, sobald man in diesen Bus einsteigt, dieses Gefühl, heute findet etwas Besonderes statt. Und man geht auch direkt mit einem gewissen Fokus da rein. Auch in dieser Busfahrt waren die Spieler alle sehr fokussiert schon. Es war sehr ruhig, muss ich sagen. Ja, wenn man dann zur Halle fährt und guckt dann aus dem Fenster und sieht dann, sag ich mal, die große Arena immer näher kommen. Macht sich immer mehr Gedanken über das Spiel. Ja, da muss man immer mal kurz innehalten, um nicht ganz die Realität aus den Augen zu verlieren. Uhr, die Tore sind geöffnet, noch 90 Minuten und dann ist Kickoff.
Und wenn ich jetzt die Bilder sehe, wie wir uns da aufstellen und ich den Kindern sage, wie sie einlaufen sollen und die Cheerdancer machen sich hinter uns fertig und wärmen sich auf und dann kommen die Spieler dazu. Das ist auch im SMP Dome ein ganz, ganz besonderer Moment, aber in der SAP Arena halt einfach nochmal um Längen anders und super, super aufregend, super, super spannend und einfach der Moment von Gewusel und Aufregung zu, ha, jetzt ist Game Day, einfach umswiftet und es ist mega schön und super spannend und ganz, ganz toll zu sehen. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress up a comp, what for? Train in the trees, please walk my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here, switch gears. We keeping hitters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today, we break through. 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 I know it's lonely at the tail, but that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, way too hard to drop. Stop climbing the trophies and saluted flags. Titles are pain, the cost is paid. Yay, I carry the cross I made, dealt with the dealer. Baby, the hand was played. Man hat 10.000 Zuschauer, macht das erste Mal so einen Halfcourt-Shot. Ich habe es persönlich auch sogar genau sehen können, da ich ja dann nicht mehr ganz im Spiel involviert war. Natürlich, also ja, habe mich natürlich extrem gefreut für den Jungen. Hatte auch kurz überlegt, ob ich aufs Feld renne und ihm umarme. Habe es aber dann doch gelassen. Ich glaube, das hätte der Trainer dann doch nicht so gern gesehen. Aber ja, es passt zu dem ganzen Event. Also es war ein voller Erfolg von vorne bis hinten. Der sportliche Erfolg für mich an dem Tag nebensächlich. Mir war wichtig, dass die Jungs kämpfen und dass sie die Stimmung rüberbringen, dass die Leute, die zum ersten Mal da sind, fühlen, wie sich Basketball in Heidelberg anfühlt, dass sie diese ganzen Emotionen bekommen. Und das haben sie. Wir sind ja unglaublich lange dran geblieben am großen FC Bayern Basketball. Also das hat, glaube ich, nicht jeder, der da saß, erwartet, sagen wir es mal so. Von daher war das für mich nicht der wichtigste Punkt, dieses Spiel zu gewinnen, ganz und gar nicht. Mir war wichtig, die Zuschauer zu gewinnen und die Emotionen zu gewinnen. Und das hat funktioniert. 10.454 Zuschauer sind es am Ende geworden. Ja, dass auch die Verantwortlichen der SAP Arena große Lust auf Basketball, große Lust auf ja, erste Basketball-Bundesliga haben, hat man von Anfang an gespürt, was uns auch natürlich sehr stolz gemacht hat. Vielen Dank nochmal an der Stelle an Vanessa, Daniel und Tim und das Ticketing-Team, Doreen, Rainer, alle, die ja, uns so tatkräftig unterstützt haben, dass wir das erreicht haben. 10.454 Zuschauer,
hier stets haben wir ja, für unseren Sport, für Basketball begeistern können. Zwischen dem ersten Moment dieses Tags und dem letzten liegen ziemlich genau 24 Stunden. Für mich 55.000 Schritte, 40 Kilometer Strecke. Und es war dann schon eine Erleichterung, auch wirklich zu realisieren, okay, wir haben es geschafft. Von Anfang bis Ende das Ding durchgezogen. War toll.